Der Augsburger Bahnhofstunnel wird später fertig und die Staatsanwaltschaft fordert lange Haftstrafen für den Drogendealer-Ring. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Freitag, dem 25. Oktober. Ich bin Moritz Weiberg, guten Morgen. Der Augsburger Bahnhofstunnel wird später fertig. Die für 2025 geplante Inbetriebnahme der Haltestelle unter den Gleisen wird sich um mindestens ein Jahr verschieben. Infolge von Corona, Energiekrise und explodierten Baupreisen hätten einige Firmen nachträglich Kosten bei den Stadtwerken angemeldet. In den vergangenen Monaten habe es deswegen faktisch einen kleinen Baustopp gegeben. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, weil die Baustelle im zweiten Tunnel unter Geschoss abgeriegelt ist. Teils habe man sich von Firmen getrennt und neue Aufträge vergeben, teils habe man Einigungen erzielt. Das Wetter in Augsburg für dieses Wochenende ist bewölkt, heute bei 8 bis maximal 15 Grad, morgen wird es ein bisschen wärmer bei maximal 16 Grad. Und am Sonntag kommt dann eventuell sogar die Sonne raus bei maximal 17 Grad. Es ist eines der größten Gerichtsverfahren in Augsburg der letzten Jahre. Es geht um einen Drogenring. Nun ist der Prozess fast vorbei. Mein Kollege Jan Kanzorra hat ihn begleitet. Hallo Jan. Hallo Moritz. Jan, worum geht's denn in dem Prozess? Ja, das ist ein relativ komplexes Verfahren. Es geht um eine Gruppierung, oder es war zumindest in der Anklage mal eine Gruppierung, von vier Personen, vier Männern zwischen 22 und 37 Jahre sind die alt. Und die sollen in Augsburg und im Raum Augsburg, also auch in Bobingen, in Schwabmünchen und in Gersthofen, ab 2023 enorme Mengen Drogen gedealt haben. Das war der Kern des Ermittlungsverfahrens, das war der Kern der Anklage. Und die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft hat versucht, diesen vier Männern in sehr umfangreichen Ermittlungen das nachzuweisen. Und nun ist dieser Prozess fast abgeschlossen. Es ist ein relativ spektakulärer Prozess und auch ein komplexer. Also er hat sich über Monate hingezogen insgesamt. Es sind auch schon mehrere andere Angeklagte, die so in Seitenverfahren, so würde ich es mal nennen, angeklagt waren, schon verurteilt worden. Aber diese vier mutmaßlichen Haupttäter stehen jetzt bald vor ihrem Urteil, das mutmaßlich auch jeweils relativ hoch ausfallen wird. Du hast angesprochen, dass der Prozess sehr aufwendig war. Was hat ihn denn so aufwendig gemacht? Warum ist dieser Drogenring so besonders? Ja, aufwendig hat ihn gemacht, dass die schiere Menge an vorgeworfenen Drogendelikten relativ hoch ist. Es ging um knapp 30. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber die muss man ja jeweils immer einzeln belegen und beweisen aus Sicht der Ermittler, also aus Sicht der Staatsanwaltschaft. Und das ist nicht immer so ganz einfach, denn dass man quasi jemanden auf frischer Tat ertappt bei so einem Drogendelikt und dann 2 Kilo Kokain zum Beispiel, in dem es in einem Fall ging, hat, das passiert recht selten, sondern oft baut sich ja so ein Verfahren auf. In dem Fall war es auch ein unglaublich komplexes Verfahren, weil es einfach so viel Aktenmaterial gab. Also die Kriminalpolizei hat einen Teil dieser Angeklagten monatelang abgehört und auch sogenannte Lauscher in den Autos platziert. Also quasi kleine Wanzen, kann man auch sagen, und da immer die Gespräche mitgelauscht und anhand dieser Gespräche dann zum Beispiel geschlossen, welche Drogengeschäfte dort passiert sein müssen. Das ist dann aber in so einem Prozess aufwendig zu belegen, dass es auch so war. Es gibt eine unglaubliche Menge auch an DNA-Spuren. Es gibt eine unglaubliche Menge an Gutachten, etwa zum Reinheitsgehalt des Kokains oder des Heroins oder des Cannabis. Es ist einfach eine Fülle an Beweismaterial da, das dann in so einem Prozess nicht alles, aber größtenteils durchgenommen und von allen Parteien einmal begutachtet und zerpflückt werden kann. Das dauert einfach. Und in dem Fall hat es auch ein bisschen gedauert. Was fordert denn die Staatsanwaltschaft? Die Staatsanwaltschaft hat relativ hohe Strafen für die Angeklagten gefordert, was jetzt aber auch nicht überraschend kam. Die vier Angeklagten sitzen ja schon seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft oder ich glaube seit über einem Jahr sogar sitzen die in Untersuchungshaft. Und die Staatsanwaltschaft hat für den sie für den Bandenchef, hätte ich fast gesagt, aber als Bandenchef sehen sie nicht mehr an, aber jedenfalls als den Haupttäter sieht, eine Strafe von 10 Jahren und 3 Monaten gefordert. Das ist relativ viel, auch für so ein Drogendelikt. Und ich glaube, die niedrigste Strafe, die sie gefordert haben, die beiden Staatsanwälte, waren 6 Jahre und ein bisschen.
diese recht hohen Strafen aus Sicht der Staatsanwaltschaft begründen die sich zum einen damit, dass alle Angeklagten Vorstrafen hatten, zum Teil auch unter offener Bewährung standen, zum Teil auch einschlägig vorbestraft sind, wie man sagt. Also die sind bereits durch massive Drogendelikte teils auch in Erscheinung getreten. Und sie haben zwar gestanden, ein Teil der Delikte, um die es jetzt auch noch geht, aber eben auch relativ spät im Prozess. Genau, und so kommt die Staatsanwaltschaft auf relativ hohe Strafforderungen. Die Anwälte der jeweiligen Angeklagten haben natürlich viel niedrigere Strafen gefordert. Mit welchem Urteil rechnest du jetzt? Das ist schwer zu sagen. Also es kann passieren, dass sich ein Gericht oder eine Strafkammer, wie in diesem Fall, ungefähr in der Mitte orientiert. In dem Fall könnte ich mir auch vorstellen, dass es so kommt, aber es ist tatsächlich schwer zu prognostizieren. Also seit dem ersten Verhandlungstag klar ist, die werden alle ins Gefängnis kommen. Die sitzen ja schon in Untersuchungshaft und sie werden weiter im Gefängnis sein. Also es wird dort keinen Freispruch geben, den hat auch heute keiner der Verteidiger gefordert. Dafür ist die Beweislage auch einfach viel zu eindeutig und viel zu gut. Und sie haben es ja auch irgendwann gestanden, worum sich die Parteien, also die Verteidiger und die Staatsanwälte, noch so ein bisschen gestritten hatten jetzt an diesem Prozesstag, war, ob das wirklich so ein außergewöhnlicher Drogenprozess ist oder ob es nicht doch eher eine gewöhnliche Sache ist. Die Staatsanwaltschaft hat das als eines der größten Drogenverfahren überhaupt in Augsburg beschrieben und geschildert. Und die Anwälte haben gesagt, na, so ist es ja nicht. Wir haben schon andere, da geht es auch um kiloweise Heroin und Kokain. Und das kann man tatsächlich auch unterschiedlich interpretieren. Das, was die jetzt eingeräumt haben, die Angeklagten, ist gar nicht mehr so schrecklich viel. Das, worum es ursprünglich mal ging, war erheblich mehr. Je nach Sichtweise ist es ein gigantischer Prozess oder nur ein sehr großer. Klar ist, der Ermittlungsaufwand war groß und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass alle Prozessbeteiligten, nicht nur die Angeklagten, sondern auch die Staatsanwälte, die Richter und die Verteidiger froh sind, wenn es dann Anfang November vorbei ist, nach einem halben Jahr. Oder seit ein halben Jahr ist es, glaube ich, ungefähr insgesamt. Am 5. November fällt das Urteil im Prozess um einen Drogenring. Jan Kanzhorer hatte dazu die Infos. Danke, Jan. Danke, Moritz. Und wie immer gibt's kurz vor dem Wochenende die Tipps. Am Samstag öffnet das Maximilian-Museum von 18 bis 22 Uhr für Führungen mit besonderem Flair. Das Museum ist geisterhaft beleuchtet und ein bisschen spukt's auch. Ist bestimmt spannend, so nachts im Museum. Und alle Fußballfans kommen schon am Samstagnachmittag auf ihre Kosten. Der FC Augsburg spielt zu Hause gegen Borussia Dortmund. Und die wurden ja erst am Dienstag von Real Madrid vermöbelt. Dann kann's der FCA doch schon lange. Wer es nicht ins Stadion schafft, wie immer übertragen viele Kneipen das Spiel live ab 15.30 Uhr. Das war das Wichtigste aus Augsburg für diesen Freitag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao.